Herzlich willkommen bei Wetzlar Automobile. Ja, heute haben wir wieder ein wundervolles Auto hier stehen aus Baujahr 1971 im Juli. Produziert und gebaut, Porsche 911e mit etwas, was es nicht so oft gibt, volle Historie. Ich kenne diesen Wagen, ich persönlich, das ist der vierte Freund von mir, diesen Wagen. Ich kenne den Wagen seit über 10 Jahren. Der Freund von mir hat den seit 22 Jahren. Ich weiß, wie penibel und genau der ist. Das ist ein originaler Wagen. An diesem Wagen ist alles original, außer der Lack, der jetzt drauf ist, weil er wurde gerade neu lackiert, weil an der Tür ganz kleine Roststellen waren, aber weil der Eigentümer nicht wollte, dass nur die Tür lackiert wird, hat er ihn komplett lackiert. Es gibt Fotos, alles Fotos belegt, dass mit diesem Auto nichts war. Der ist tiptop original, von der Felge bis zum Dach. Ein Targa ist es übrigens, ein wundervolles Auto. Magic Number, volle Historie. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil ich kann das gar nicht merken. Es wurden 935 Stück von diesem Auto gebaut, das ist Nummer 609. Die Teppiche sind original, die Sitzbezüge sind original. Seit 95 in Hamburg und seitdem Hamburg nicht verlassen. Ja, hier war ein bisschen Rost hier unter dieser Dings und das hat der Eigentümer wegmachen lassen und hat dann den Wagen, damit es alles gleichmäßig ist, komplett lackieren lassen. Wir gehen mal rum, also es gibt an dem Wagen einfach nichts auszusetzen. So ein wunderschönes Auto hier mit Gold und so, ja, ist schon cool. Kommt aus Kalifornien. Der Vorbesitzer vor dem jetzigen Eigentümer war ein Autodesigner. Also er ist dritter Hand. Vor dem Autodesigner hat ihn noch jemand anders. Dann hat ihn der Autodesigner, der hat ihn auch nur verkauft, weil der jetzige Eigentümer irgendwann einen Ferrari Dino hatte und den fand derjenige so toll und hat sich dann überreden lassen, den Dino in Zahlung zu nehmen und diesen Wagen dafür herzugeben. Ob er ihn in Zahlung ging, das weiß ich gar nicht, wie die das abgehört haben. Anyway, auf jeden Fall ein Schmuckstück per excellence. Wir können ja mal den Kofferraum und die Heckklappe öffnen. Wahnsinn, dass Autos so aussehen können nach dieser Zeit. Ich finde es total hammermäßig. Hier haben wir das Dach, das Targa-Dach. Wunderbar. Hier haben wir eine Wegfahrsperre. Das ist ganz gut, dass ich das gerade sehe, weil dieser Wagen hat hier auch noch eine Wegfahrsperre eingebaut, damit der geschützt ist, weil die Autos sind natürlich viel Geld wert und müssen natürlich geschützt werden. Ja? So, dann haben wir hier drunter haben wir die Ersatzfuchsfelge. Da kann man schön sehen, das ist die originale Felge, die sah so aus. Und wenn diese Felgen jetzt seit 1975 auf dem Auto sind, dann gucken wir uns jetzt mal die Felge an. Dann sieht es nämlich dann irgendwann so aus hier. Ja? Und das soll so, also es wurde jetzt dem Eigentümer gesagt, bloß nicht ändern, weil so ist es original. So sieht es aus. Das ist halt nie nachlackiert worden. Das bringt die Zeit mit sich. Ja? So, hier ist Ersatz. Das machen wir wieder rein. Gut. Gucken wir mal den Kofferraum an. Den Kofferraum war ich schon. Den Motorraum. So sieht er aus. 155 PS. 2,2 Liter Maschine. Schön. Machen wir es wieder zu. So, dann gucken wir uns an, wie der Wagen von innen aussieht. Das ist halt alles so, wie es mal war. Originales Radio, originale Sitzbezüge. Die Türen, das ist alles noch sehr, sehr ordentlich. Der Wagen wurde im Zuge dieser Lackierung von unten eisgestrahlt. Also wir machen noch Fotos, auch von unten können Sie sehen auf unserer Homepage. Unter diesem Video gibt es eine Menge Fotos von dem Auto. Einfach mal anschauen. Und wir schauen jetzt mal, wie sich so ein Wagen anhört und fährt. Ja, das machen wir jetzt.
kann man sich auch nochmal angucken. Das hatte ich ja mal, das ist hier vorne, das ist alles so, so ordentlich und schick. Also wirklich, das ist eigentlich was fürs Museum, hätte ich gesagt. Aber jetzt fahre ich erstmal wieder in die Halle. Wie schön. Tja, alles gesagt zu dem Auto, eine Schönheit im Grün, das waren die Farben aus den 70ern. Wenn das was für Sie ist, wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen. Der Wagen steht in Hamburg und zur Besichtigung und Probefahrt, wenn die Sonne scheint, zur Verfügung. Vielen Dank und viel Spaß beim Bildern.